Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Christina Stecklein und dies sind die Themen für Freitag, den 5. April. Der Nienburger Frühjahrsmarkt ist eröffnet. Noch bis Sonntag bieten Schausteller in der Innenstadt ein buntes Angebot mit Buden sowie kleinen und großen Fahrgeschäften. Zum Auftakt stießen Vertreter aus Politik und Verwaltung mit Schaustellern auf einen guten Markt an. Ein schwerer Unfall ereignete sich Donnerstagnachmittag in Velje. Eine junge Frau aus Sieke prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum und wurde dabei schwer verletzt. Andreas Wede aus Schessinghausen eröffnet im Juli eine Praxis in der Hannoverschen Straße in Nienburg. Seine Patienten behandelt er dann in den Räumen, die der Mediziner Wilhelm Fuhrhopp gemietet hatte. Fuhrhopp hat die Praxis Ende März aufgegeben. Von 24 Ständen am niedersächsischen Landesstand auf der Hannover Messe kommen in diesem Jahr 8 aus dem Landkreis Nienburg, davon 7 Firmen. Über diese Präsenz ist der Chef der Kreiswirtschaftsförderung Rainer Hesse nach eigenen Worten richtig stolz. Der Landesstand macht es kleineren Unternehmen durch Förderung und Bereitstellung von Infrastruktur möglich, mit geringem Aufwand einen Messestand in Hannover zu betreiben. Zur Auftaktveranstaltung für das neue Denkhaus waren mehr als 90 Gäste nach Loccum gekommen. Die Institution ist eine neue Marke und Bildungseinrichtung. Zum Auftakt sprach neben Landrat Detlef Kohlmeier Professor Sami Haddadin, ein Wissenschaftler aus dem Bereich der Robotik und künstlichen Intelligenz. Zum Sport. Die HSG Nienburg empfängt am Samstag den Tabellendritten Sportfreunde Söhre. Mit den Söhrern wird auch der Ex-Nienburger Torhüter Erik Prützel an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Durch einen Sieg könnten die Nienburger auf den dritten Rang vorrutschen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in der Merbachhalle. Die Lateintänzer des TSC Blau-Gold reisen am Samstag zum 4. und vorletzten Oberliga-Saisonturnier nach Kiel. Dort wollen die Tänzer um Trainer Tim Weinholz erneut den Turniersieg einfahren. Die Frauen der HSG Nienburg haben den TuS Altwarmbüchen mit 38:26 aus der Halle geworfen. Speziell Yvonne Hasenbeck erlebte einen glorreichen Abend. Zum ersten Mal im Dress der HSG Ersten erzielte die Newcomerin auf Anhieb 8 Tore und war damit zweitbeste Nienburger Torschützin. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Freitag oder unter www.diehake.de.